Schweiz. Scholz, natürlich im Tor. Scholz gegen den Kapitän Kiefer. Kiefer gegen Scholz. Und der ist immer noch. Also 1 zu 1. Auf die Wiederholung. Nächste für drei. Gianluca Quarte. Also, Lega gegen Korte, damit sitzen Gianluca Korte, mach's besser als während dem Spiel und mach ihn jetzt ran. Also. Korte. Zurück, alles gut. Ja, er sitzt auf. Was erlauben Sie es? Was erlauben Sie es? Wir schauen mal ganz kurz nochmal rein. Wir schauen mal ganz kurz nochmal auf diese Chance. Also Scholz jetzt gegen Jonas Lehmann. Also Scholz gegen Lehmann. Auf geht Scholz. Und er ist auch drin. So, Marcel Segert. Topmann in der Verteidigung. Was für ein Mann im Elfmeterschießen. 5 Tore für den Sommer gefallen in der Liga. Wie geht's anzeigt, Karl. Wichtiger Elfmeter für sein Team. Jawohl! Also, Marcel Zeger, rechte Ecke, Gegner, die falsche Ausführung. Hoffentlich zieht sich das nicht so wie das Spiel hier. Jetzt Scholz, auf geht's. Vorhin auch auf der Linie gerettet hat für seine Mannschaft. 0 gehalten hat für Kirchhoff gegen Scholz. Also, auf geht Scholz. Falsche Ecke, einmal mehr Glasgow. Das hat er brauchen. Zeigen. Links gezielt reingemacht. Und als nächstes Nikolas Hebisch. Jäger. Hebisch gegen Jäger. Über das vierte Elfmeter für den SV Waldhof. Hebisch! Klare Sache rechts. Das Falsche Ecke. Und jetzt aber Scholz gegen Essen. Der auch seine Chance hatte. Viel Vorschlag für seine Mannschaft. Also Gessel. Der natürlich Scholle geschrien wird. Also Gessel läuft an. Ganz glasklar. Also, Markus Scholz. So,
um Popovic eingewechselt wurde. Erst zur Verlängerung für Amin gegen Jäger. So, Popovic, mach es für SV Waldhof. Mach es für deine Buse. Für die Fans. Gegen Jäger. Popovic! Was für eine Spannung, was für ein Schmerz. Also jetzt entscheiden. Also jetzt ist der Bescheid, wenn man schießt, dann ist es vorbei. Wenn Scholz hält, dann ist es vorbei. Also irgendwie weg mit dem Ding. Dann ist der Waldhof im Finale. Martin Rau gegen Markus Scholz. Hier ist die Parade seines Lebens. Und er ist auch ein fleißiger Schlauer. Martin Rau gegen Scholz. Martin Rau läuft an und lässt aufkommen. Also auch falsche Ecke wieder ausgesucht von Scholz. Der war sehr, sehr, sehr geschossen. Und wer tritt das nächste Jahr mit dem Verwandten? Der Dice redet auch mit seinem Mann. Und der Sie suchen noch, wer es sein soll. Der Schütze wird gewählt. Kirchheim verschießen. Trifft Gurtschow, dann darf Kirchheim verschießen. Also Gurtschow gegen Alexander Jäger. Ein bisschen gedauert, den Schützen auszumachen. Ist ja auch eine große Last zu tragen hier für den Schützen. So, Gurtschow gegen Jäger, Gurtschow. Und Kirchheim ist dran. Jetzt darf alles passieren. Jetzt setzt sich eine blau-schwarze Stelle hier auf. Also, Markus Scholz. Es dürfte Rehberger sein, der hier angriff, oder? Das sehe ich nicht gerade. Ja, es ist Rehberger. Jan Rehberger. Gegen Markus Scholz. Jan Rehberger gegen Markus Scholz. Hoffentlich das letzte Duell, das wir an diesem Nachmittag hier heute sehen in Kirchheim. Also Rehberger gegen Scholz und das darf nicht wahr sein. Was war das denn bitte? Gegen unterkannte Latte. Wir zeigen es selber. Wahnsinn. Das nächste läuft schon Marco Müller an, während die Wiederholung läuft. Ja, ja. Und dann macht er ihn. Ich hab mich schon Also, Marco Müller gegen Alexander Jäger. Sie wollen 6:6 der Stand. Die Dinge, sie wollen es bis zum Ende. Hier sind Zellen! Marco Müller. Marco Müller und es darf nicht wahr sein. Wir zeigen es nochmal. Also Marco Müller verliert, beziehungsweise gut gehalten von Alexander Jäger hier. Taucht in die richtige Ecke und jetzt liegt alles auf dem Fuß von Marcel Fester, der eingewechselt wurde. Also, Fessler gegen Markus Scholz. Letzte Chance, verschießen oder halten in der SV Waldhof ist raus. Also, Fessler,